Ja, die Kombination aus Winter und Corona, Lockdown ist nicht gerade sehr vorteilhaft für unsere Gesundheit und vor allen Dingen auch für unser Immunsystem. Und deswegen möchten wir euch ein paar Tipps geben, wie man gerade mit gesunder Ernährung auch das Immunsystem unterstützen kann. Es gibt einige Studien, die aus europäischen Ländern gekommen sind. Gerade am Ende des letzten Jahres wurden Studien aus Dänemark, Polen, Deutschland und Italien veröffentlicht. Die Studien zeigten alle eigentlich das Gleiche. Die meisten Teilnehmer gaben an, Gewicht zugenommen zu haben, aber auch, was meist einherging, mit einem Bewegungsmangel. Dennoch gaben die meisten Teilnehmer an, dass sie sich trotz der Krise gesünder ernährt haben, denn viele kochten häufiger zu Hause selbst mit frischen Zutaten und verwendeten weniger Fertigprodukte und bestellten auch weniger Essen. Ja, der Kochstress, ich glaube, der existiert in jeder Familie, gerade wenn man zwei, drei Kinder hat und jetzt auch noch für Frühstück, Mittag und Abendessen sorgen muss. Aber mein Tipp ist Vorkochen oder, wie sagt man schön im Englischen, Batch Cooking. Das heißt, gleich mehrere Portionen vorbereiten. Das kann man ganz einfach machen. Einfach Gemüse, vor allem Gemüse ist wichtig jetzt im Winter. Je bunter, desto besser. Dann kriegt der Körper alle Nährstoffe. Einfach aufschneiden, ein bisschen Olivenöl schwenken, rein in den Ofen, großes Backblech mit Gemüse. Restliches Gemüse kann am nächsten Tag fürs Mittag verzehrt werden. Oder Suppen. Jetzt im Winter, Suppen sind sehr wärmend. Verwenden Sie Ingwer, ist gut fürs Immunsystem. Kochen Sie gleich zwei, drei, dreifachen Portionen und das kann dann für das Abendessen zum Abendessen gegessen werden, zum Mittag, am nächsten Tag oder auch Sie können Suppen ganz einfach einfrieren. Essen kochen ist natürlich auch mit Stress verbunden. Und gerade wenn der Frust aufkommt, machen Sie eine Planung. Planen Sie wirklich Ihre Woche durch. Was soll es geben, was nicht? Gehen Sie speziell dann mit Ihrem Plan in den Supermarkt und kaufen Sie spezifisch ein. Oder integrieren Sie Ihre Kinder, ne? Machen den Kindern Lust auf Essen kochen, auf Zubereiten, auf die Lebensmittel, vor allen Dingen auch auf das Obst und Gemüse. Schneiden Sie mit den Kindern das Gemüse auf. Was möchten die Kinder essen? Lassen Sie sie naschen. Und einfach aus Essen kochen eine spaßige und lustige Atmosphäre zu kreieren. Ich als Ernährungstherapeutin sage ganz einfach ja. Denn unser Immunsystem wird natürlich herausgefordert. Und Viren, auch die Coronaviren, sind nichts anderes als die anderen Viren. Unser Körper ist ständig konfrontiert, Minuten, mit verschiedenen Viren und Bakterien. Und unser Immunsystem muss jede Minute arbeiten, versuchen, diese Eindringlinge zurückzuhalten. Und unser Immunsystem ist zusammengesetzt aus Substanzen, die eigentlich auch aus unserer Nahrung kommen. Und das heißt, was wir in unseren Körper reingeben, das signalisiert er auch und das wirkt sich auch auf unser Immunsystem aus. Gebe ich dem Körper nur die gesunden, guten Sachen, kann unser Immunsystem auch effektiv arbeiten. Gebe ich dem Körper gerade die Sachen, die entzündlich sind, wie hoher Zucker, gesättigte Fettsäuren oder die ganz hydrogenierten Fette, Transfette, natürlich kann das Immunsystem auch nicht mehr richtig funktionieren und es kommen Krankheiten zum Ausbruch. Deswegen lege ich Ihnen ans Herz. Ernähren Sie sich gesund, ernähren Sie sich bunt, so wie es geht, viel Gemüse, was natürlich auch viele Ballaststoffe hat, was gut ist für Ihre Darmbakterien, die nebenbei auch eine entscheidende Rolle in der Immunabwehr stellen. Und ganz wichtig, die gesunden Fette. Greifen Sie ein bis zweimal pro Woche auf fetten Fisch zurück, denn nur fetter Fisch liefert Ihnen gewisse Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, die vor allen Dingen antientzündlich wirken und Ihr Immunsystem die richtige Power geben. So, deswegen kochen Sie mit Ihrer Familie zusammen, Ihren Kindern, schneiden Sie Obst und Gemüse auf. Vielleicht ein kleiner Tipp, spielen Sie zusammen und belegen Sie zusammen eine Pizza. Pizza mögen Kinder, machen Sie den Teig zuvor selber und belegen Sie die Pizza so reichhaltig und so vielfältig, wie Sie mögen. Haben Sie Spaß am Kochen und kochen Sie so bunt und reichhaltig und vielfältig mit natürlichen Zutaten.